So, nachdem wir das letzte Mal einen Werwolf-Angriff abgewehrt hatten und die leibhaftige Dunkelheit besiegt haben, geht's mal munter weiter hier bei Shadowgate. Ich schaue nochmal kurz ins Inventory. Genau, wir haben die zwei Schlüssel erbeutet. Ja, für was wir das denn brauchen? Keine Ahnung. Stück Fleisch. Vielleicht für ein Monster, um abzulenken. Wer weiß. Und hier das Horn haben wir hier aus dem Mosaik oder aus dem Bild erbeutet. Eine Reihe komplizierter Runen ist in die reflektierende Oberfläche des gebogenen Horns eingraviert. Vielleicht müssen wir damit Boromir rufen. Wer weiß das? Ah, was ich noch schauen wollte. Moment. Hier. Die Rune können wir immer noch nicht lösen, ne? Du ziehst mit aller Kraft an der Rune, aber lässt sich nicht von der Wand, von der Wundert bewegen. Auch gut. Sie muss auf irgendeine Art verzaubert sein. Ja, aber ich glaube, die brauchen wir später noch. Da müssen wir quer durch Shadowgate und durch diese Grotte davor irgendwie latschen und wahrscheinlich noch die Runen besorgen. Garantiert. Ach, Mist, Mist. Ich wollte ja gucken. Hier oben ging es nicht mehr weiter, ne? Da war, glaube ich, das Werwolfszimmer. Jap, 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 jap. Gut, der Turm ist abgehandelt. Ich glaube, da gibt es auch keine offene Tür mehr. Ne, soweit ich weiß, nicht. Ach, viele latschen wieder. Und zurück. Und nochmal zurück. Und ich glaube... Nochmal, nochmal, genau. So, das war der Turm. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Aber wir durchsuchen erstmal diesen da. Da noch irgendwas ist, ich weiß jetzt gar nicht. Doch da, in diesem Korridor scheint ein heftiger Kampf, scheint es zu einem heftigen Kampf gekommen zu sein. Ja, das wissen wir schon. Ich probiere mal hinten die Schlüssel aus. Irgendwo müssen die ja passen. Nope. Der schon mal nicht. Und ich wette. Nein, auch nicht. Wo ging es hier lang? Können wir gerade mal schauen. Da ging es. Ach, guck mal, da ging es ins Battlement und in den Aussichtsturm. Ich glaube, das bringt hier auch nichts, da noch weiter nach Schlüssellöchern zu suchen. So, und dann hier nochmal. Wie sah es denn aus, wenn wir zurückgegangen sind? Der Ballsaal, großer Korridor, da hatten wir schon alles geöffnet, ne? Ich glaube hier auch. Okay. Bleibt im Prinzip ja nur noch die Mitte und diese Tür, die wir wahrscheinlich mit dem Schlüssel öffnen können, garantiert. Ah, da waren wir schon. Ja, Gott, bin auch ein bisschen verwirrt. Wir sind der Schlüsselmeister. Nein, nicht der aus Ghostbusters, sondern ein ganz anderer. Was war hier drin? Ja, ich sag dazu jetzt mal nichts. ja, gut, hier der Rechte. Da ist noch eine Tür. Du ziehst und zerrst an der Tür, aber es sieht so aus, als wäre sie von der anderen Seite verriegelt. Verriegelt mit einem Müsli-Riegel. Nee, es gibt kein Schloss an der Tür. Ach gut, da gab es ja kein Schloss. Stimmt, was war denn das hier überhaupt? Schwere Holztür ist mit Eisen beschlagen. Nee, können wir gar nicht öffnen. Nicht mal mit dem Zauberspruch. Wahrscheinlich hier mit einem Stück Fleisch an die Tür hauen. Na gut, gehen wir erstmal weiter nach oben. Schauen uns da nochmal um. Hier war noch eine Tür. Ach, ja, genau. Als du an der Tür klopfst, kommentiert eine leise Stimme von der anderen Seite. Das nennst du ein Kostüm? Komm schon, du musst dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Ja, dann müssen wir uns verkleiden. Ah, hier hinten war noch eine. Genau, was war denn da rechts? Aller Rest war das Observatorium.
mit dem Teleskop. Und hier könnte doch einer der Schlüssel passen. Ja, du brauchst beide Hände, um den Schlüssel im Schloss zu drehen. Nachdem die Tür aufgeschlossen ist, wirfst du den Schlüssel weg. Und was ist, wenn... Ich sag das nicht mehr. Wir werfen hier einfach alles weg. Ist auch gut. Ich brauche das nicht mehr zu kommentieren. Oh, oh, oh. Von diesem Punkt aus hast du eine großartige Aussicht auf das Gatekeeper-Gebirge hier hinten. Eine große, geflügelte Kreatur bewegt sich durch die Luftströme, obwohl ein Sturm wütet. Das war sicherlich ein Drache. Und hieß es nicht, wir müssen hier hoch? Talimas geflügelte Bestie fliegt durch den Himmel und bewacht ein mächtiges Artefakt. Es muss ein... Was? Er muss einen Weg haben, die Kreatur zu sich zu rufen. Vielleicht einen Zauberspruch. Ja, wir gucken uns erstmal um, dann probiere ich die Zaubersprüche aus. Die Berge sind teilweise durch die Sturmwolken verdeckt. Das ist aber doch kein Berg, sondern das hier hinten. Das sehen aus wie Burgzinnen nochmal. Oder irgendwelche Burgtürme. Naja, wir probieren mal einen Zauber jetzt. Komm. Einfach alle mal drauf. Invokar! Und funktioniert natürlich nicht. Wahrscheinlich haben wir den Zauber auch noch nicht. So. The last one. Und es passiert natürlich nichts. Okay, gut. Hier können wir nichts Großartiges mehr machen. Wir brauchen einen anderen Zauberspruch, garantiert. Ja, der Weg war jetzt umsonst. Fast umsonst. Wir haben immerhin einen Drachen wieder zu Gesicht bekommen. Der dritte im Spiel mittlerweile. Wenn wir den einen Feuerdrachen auf der Brücke als Drache zählen. Und nicht als Lindwurm oder so. Gut, da haben wir doch noch eine Tür. Und einen letzten Schlüssel. Er steckt aus Verzweiflung den Schlüssel ins Schlüsselloch und wir benutzen ihn, um das Schloss zu öffnen. Und wir werfen ihn sogar mit einem zufriedenen Lächeln weg. Da haben wir wieder eine Fackel. So, und abermals hoch. Von diesem Punkt aus kannst du die Treppe sehen, wie zum nächsten Stockwerk hinaufgeht. Ein Raum befindet sich auf der Seite. Da haben wir ihn. Und mittlerweile dürften wir dann alle Türme erspielt haben im Prinzip. Was ist... Ach, Spire. Also diesen... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Balkon. So, können wir das denn hier öffnen? Tatsache, ist mal nicht verschlossen. Ja, hier drin ist ja sehr viel. Ach, hier ist eine Schriftrolle. Ja, können wir nicht nehmen. Du spürst etwas Seltsames am Rande deines Bewusstseins. Etwas Magisches befindet sich in diesem Raum. Ja, hier eine Schriftrolle. Du fummelst herum und versuchst etwas zu finden, mit dem du interagieren kannst. Aber nein, wir finden nichts. Da ist auch einmal eine Schriftrolle. Vielleicht müssen wir die irgendwie erstmal sichtbar machen. Mit dem Horn. Es passiert nichts. Das, was du erwartet hast, ist keinerlei Auswirkung. Jorik flüstert dramatisch. Irgendwas stimmt hier nicht, Junge. Ich rieche einen mächtigen Zauber. Und einen Zauber bekämpft man am besten mit einem Gegenzauber. Aber mit welchem Gegenzauber? Wir probieren mal den hier. Das Licht. Ah, ja. Du visualisierst die Rune in deinem Geist und beschwörst den Zauberspruch. Flumorius. Flumoris. Ein grelles weißes Licht. Gefolgt von einem seltsamen Flimmern erleuchtet mehrere geisterhafte Objekte im Raum. Hier ist irgendwas Magisches. Hier ist irgendeine magische Illusion am Werk. Jorik flüstert dramatisch. Irgendwas stimmt hier nicht, Junge. Ich rieche einen mächtigen Zauber. Ja, das kennen wir schon.
Nehmen wir uns erstmal... Ach, guck mal, da ist wieder eine Rune und Fackeln. Ah, die stecken wir natürlich wieder ein. Aber unsere geht irgendwie nie aus. Die Flamme der Fackel verschlingt das Holz. Ja, klar. Aber vielleicht, weil wir auf Normal spielen, nicht auf Schwer. Keine Ahnung. Oh, das verblasst hier wieder. Schnell die Schriftrolle stibitzen. So, die lesen wir jetzt erstmal. Im Archiv. Zack, aufgeklappt. Vorsichtig öffnest du das Pergament. Und... Oha, du liest die Schriftrolle. Ein Wort sticht hervor. Sparks. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Rune. Du schreibst das Symbol in dein Zauberbuch, während die Schriftrolle zu Staub zerfällt. Du hast einen Zauberspruch gelernt. Den schauen wir uns gleich mal an. Sparks. Vielleicht ist das gut für den Drachen. Probiere ich gleich mal aus. Die Übersetzung der magischen Rune ist Invokan. Was? Hä? Hä? Ist Invokan? Und hier steht dasselbe. Ist Invokan. Ja, von Farben im Sinne haben wir jetzt hier, aber anscheinend ist die Übersetzung von Sparks auch Invokan. Ja. Oder wir haben wieder einen Übersetzungsfehler. Was haben wir hier? Dieser fast durstsichtige Möbelstück ist ein Divan, gefertigt im Stil der Lords und Ladies vergangener Tage. Da haben wir noch einen Teppich. Die durstsichtige Abdeckung sieht alt und zerfranst aus. Und nochmal ein Schreibtisch. Dieser fast durchsichtige Schreibtisch sieht aus, als wäre er vor allem von einem Meister seines Fachs geschnitzt worden. Na, ich probiere es jetzt nochmal hier. Was war das? Flumerius? Oder Flumerus? Ich sage immer Flumerius. Flumoris heißt der. Ja, auch gut. Haben wir neue Gegenstände eben ins Inventar bekommen? Weil das hier blinkt? Ne, wir haben welche verloren. Wir haben Schlüssel verloren, stimmt. Wollte ich denn? Ach, ich wollte das nochmal mehr sichtbar machen. So, es werde Licht. Jetzt können wir uns vielleicht auch mal hier drauf chillen. Du lässt dich auf den Divan fallen. Die Kissen müssten mal aufgefüllt werden. Ja, da sind nämlich gar keine drauf und das scheint mir ziemlich hart. Können wir den irgendwie durchsuchen? Du suchst die Schublade des Schreibtisches, aber du findest nichts Wertvolles. Und die Rune können wir natürlich wieder nicht lösen. Du versuchst die Rune zu nehmen, aber sie bleibt in der Wand hängen. Alles klar. Immerhin haben wir einen neuen Zauber ergattern können. Und hier geht es ja auch noch weiter hoch. Nochmal eine Tür. Dicke, verdrehte Wurzeln bedecken den Fuß des Turms. Sie scheinen von oben zu kommen. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal open the door. Die Tür ist leicht zu öffnen. Und hier finden hoch. Okay, allerlei Sachen. Geräusche werden in diesem mit Musikinstrumenten gefüllten Raum verstärkt. Schön. Ist ein Musikerraum. An der Harfe spielen wir mal, komm. Ja, ich will Harfe spielen. Hallo? Harfe? Diese elegante Harfe besitzt eine Reihe von unterschiedlichen langen Harfensaiten. Ja klar. Das ist bei der Harfe immer normal. Wir können aber eine Tafel spielen, aber dafür können wir uns bestimmt den Hut hier hinten nehmen. Du nimmst es. Und wir haben eine Ausrüstung. Ah! Ja, ja, ja. Damit könnten wir doch aussehen wie so eine Hexe, weil das ist doch irgendwie so hexenmäßig. Oder? Hallo. Hallo. Spiel. Ich möchte das hier gerne ansehen. Die schreckliche Visage dieser Holzmaske ähnelt einer Hexe aus einem Kindermärchen. Und das ist entweder ein Hexenhut oder Gandalf hat hier kurz sich ausgeruht und seinen Hut vergessen. Der spitzige, hegelförmige Hut besteht aus einem weichen, violetten Material. Also doch von Gandalf. Gut, den müssen wir ihm wieder zurückgeben. Müssen wir noch suchen, wo der sich hier rumtreibt. Die große Trommel besteht aus einer Tierhaut, die über eine Holzhülle gezogen ist. Ich würde aber auch gerne trommeln und, weiß mir dann so benutzen, klar. Aber was sagt man? Harfe spielen? Trommeln und Harfe spielen. Aber die können wir uns nehmen, ne? Und hier liegt auch noch was. Was ist das denn? Ah, eine Flöte. Gucken wir uns gleich an, ne, Leute? Aber erstmal, das aufwendig verzierte Holz des Schreibtischs ist wirklich erstaunlich. Du fragst dich, was für einen Preis
du für dieses Möbelstück auf den Straßen von Quinnentel bekommen würdest. So auf dem Schwarzmarkt verkaufen, fällt auch gar nicht auf. Du öffnest die Schubladen und suchst nach etwas Brauchbarem. Nein, nichts, nothing. Gut, wir haben hier ein paar Gegenstände. Können wir das wenigstens spielen? Nein, können wir natürlich nicht. Und die Flöte geht auch nicht. Da müssen wir bestimmt nachher ein paar Ratten anlocken. 6 Saiten befinden sich auf dieser Laute. Sie ist der wichtigste Besitz eines Baden oder eines Unterhaltungskünstlers. Genauso auch die Flöte. Diese Flöte besteht aus irgendeiner Art von Holz. 4 Löcher sind hineingeritzt. Ah, eine Flöte. Wisst ihr, an was mich die erinnert? Habt ihr denn den Nintendo 64-Teil mal gespielt? Soweit ich mich erinnern kann, und das ist fast das Einzige, woran ich mich erinnern kann, gab es da eine Flöte, mit der man sich schrumpfen konnte. War das denn so? Ich glaube schon. Schreibt es mir mal in die Kommi, wenn ihr das genauso seht. Aber ich glaube, man konnte sich mit dieser Flöte schrumpfen. Und nicht genau mit dieser Flöte, aber mit einer Flöte. Das ist mir so als Kind halt ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil das so richtig geil war. So als kleiner Zwockel die Welt dann zu sehen. Hier können wir nochmal einen Blick rauswerfen. Die Wolken und das Heulen des Windes geben Auskunft über die Stärke des übernatürlichen Wetters, das die Burg umgibt. Ja, wie gesagt, der Hexenmeister hat wahrscheinlich das Wetter auch heraufbeschworen. Ach, guck mal. Ein Fackelchen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 28. Das sollte eigentlich bis zum Ende des Spiels reichen. Oh Mann. Hier gehen wir nochmal höher. Ach, wie schön. Du stolperst über die Wurzeln, als du die Treppe hochgehst. Massive, verdrehte Wurzeln überfluten den Fuß des Turms. Die dicken Wurzeln kommen aus dem Eingang zu deiner Linken. Also hier raus können wir die... Ach, guck mal, wir könnten die vielleicht abbrennen. Mal wieder. Die Vegetation scheint anzuschwellen, wenn du die Flammen näher an sie heranbringst. Aber die Wurzeln fangen nicht an zu brennen. Gut, vielleicht werden sie ja mit Feuer genährt, sagt man immer. Wir könnten aber nochmal versuchen, das Einzige, was wir hier noch haben, mit dem Hammer draufschlagen. Ja, zerquetschen wir die Wurzeln. Ich mach die Versuch mal so frei. Ah, ja, ja, ja. Du zerhackst das Grünzeug und die Tür darunter kommt zum Vorschein. Die Wurzeln sehen aus, als wollten sie sofort wieder nachwachsen. Ich schnell rein. Aber nachher sind wir hier gefangen, wenn die Wurzeln nachwachsen. Die sind anscheinend lebendig. Was denn geht? Gehen wir mal hier rein. Dieser kleine Raum ist von den Wurzeln, die aus einem einzigen Punkt an der Decke kommen, überflutet. Du fragst dich, was da oben ist und nimmst dir vor, die Sache auf den Grund zu gehen. Und das ist Lackmir, oder? Das ist doch Lackmir. Hallo? Der Körper von Lackmir, dem Zeitlosen, schwebt über dem Boden. Sein Gesicht, eine Mischung aus Ruhe und Konzentration. Er verzieht ab und an die Miene, als hätte er Schmerzen. Ist er jetzt hier gefangen oder konzentriert er sich nur? Hallo, mit dem reden können wir auch nicht. Ich möchte ihn mit ihm interagieren. Huch, eine magische Barriere umgibt Lackmir und verhindert, dass du ihn in seinen übernatürlichen Zustand störst. Hier sind auch diese kleinen Dinger, die um den rumschweben. Der glühende Kreis auf dem Boden gibt magische Energie von sich. Lackmir, wir wollen dich gerne befreien. Aber ich... Nicht die Karte. Lackmirs Abode. Oder Abode. Mit einem Zauberspruch vielleicht. Unser neuer. Haben wir schon 5 Zaubersprüche. Du konzentrierst dich und schmörst in der Himmel. Nee, Elektrizität ist das. Okay, das war Elektrizität. Jetzt kennen wir schon mehr Zaubersprüche als Harry Potter fast. Und wir wollten ja das hier oben untersuchen. Und hier geht's auch noch weiter. Mit Lackmir können wir momentan wohl nicht viel machen. Außer es funktioniert noch ein anderer Zauberspruch. Und was haben wir denn immer gerufen? Ich glaube hiermit, oder? Ne, mit Invokan. Fängt ein Zauber ab. Ach, das mag die magische Barriere. Gut, gut. Mist, schon wieder die Augenbrauen versenkt.
Anscheinend ist das hier zu stark, um es zu durchbrechen. Aber was haben wir denn Schönes hier oben? Du schaust nach oben und bist überwältigt. Du hast den Ursprung der seltsamen Flora gefunden, die den Raum auffüllt. Ausfüllt. Vielleicht solltest du dir das näher ansehen. Ja, das tun wir doch sogleich. Du stellst dich auf die Zehenspitzen und schaust dir das Zentrum der Wurzeln genauer an. Eine unglaubliche Masse an Wurzeln kommt aus dem Mittelpunkt der Decke. Im Herzen dieses Durcheinanders glüht ein goldenes Artefakt mit einer beruhigenden Macht. Na, wenn es beruhigend ist, können wir uns das sicherlich auch nehmen. Ist ja nicht gefährlich, denke ich, hoffe ich. Wenn wir sterben, es gibt einen Quicksave. Oder Autosave. Du ziehst den goldenen Dorn aus den Wurzeln. Am Anfang widersetzt sich das Artefakt deiner Berührung, akzeptiert dich aber schließlich doch und löst sich aus den Lilianen, die es umgeben. Haben wir tatsächlich wie noch ein neues Artefakt. Ja, das sieht so aus wie die billige Version hiervon, als wäre hier irgendwas drüber gefahren. Sieht mir nicht aus wie ein Dorn. Dieses goldene Stück Holz pulsiert mit einer mit magischer Energie. Es ist klar, dass die Wurzeln, die du bisher gesehen hast, aus dem Artefakt stammen. Damit können wir vielleicht Wurzeln beschwören. Benutze das auf hier. Es passiert nichts. So, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir das Artefakt hier rausgelöst, aber... Wir wissen doch immer nicht, was wir damit zu tun haben. Vielleicht... Ja, komm mal, wir probieren mal das Horn auf Lakmir. Vielleicht können wir ihn damit aufwecken. Nein, eine magische Barriere umgibt Lakmirs schwebenden Körper und verpasst dir einen elektrischen Schlag. Autsch. Hier nochmal. Haben wir eben hier rausgezogen. Nein, wieder einen elektrischen Schlag. Uns geht's aber noch ganz gut, oder? Sind wir jetzt elektrisch aufgeladen. Ne, uns geht's noch ganz gut. Dem Schild auch. Schön. Gehen jetzt mal hier hinten rein. Sind so die Privatgemächer wahrscheinlich von unserem Herrn Zauberer. Du gehst auf die Knie und kriechst durch die Wurzeln in die Nische dahinter. Zwischen den Wurzeln liegt eine kleine Nische, die einen Schreibtisch mit allerlei wissenschaftlichen Krimskrams beinhaltet. Nehmen wir uns mal alles mit. Komm, zack und zack. Das müssen wir gleich wieder lesen. Durchsuchen wir nochmal den Schreibtisch. Der ist viel zu groß, ist klar. Gibt es da noch was drinne? Der Tisch sieht nicht nur stabil aus, er scheint auch aus Holz gemacht zu sein, das man nur im Norden findet. Hinter der Mauer. Ja, der großen Mauer. Die öffnen wir. Und finden noch eine Schriftrolle. Noch eine Schriftrolle. Was war das? Keine Ahnung. Noch ein Buch. Oh Gott, jetzt haben wir allerlei zu lesen gleich wieder. Schön, freut mich. Du ziehst am Riegel und öffnest die Truhe. Die findet zwei Schriftrollen, eine Schlüssel und ein Buch. Ach, es war ein Schlüssel. Du legst alles in deinen Rucksack. Gott, wir müssen uns das schon zu Tode schleppen. Haben wir jetzt irgendwo einen Schlüssel hier? Der sieht anders aus wie der Rest. Die Gravur auf dem Schlüssel ähnelt einem feuerspeienden Löwen. Wir wissen auch ganz genau, welche Tür damit wir öffnen können. Damit wir öffnen können. Geiles Deutsch, mal wieder. Welche Tür wir damit öffnen können. Und ja, Lesestunde ist wieder angesagt, oder? Ach ja, herrlich. Du liest den gekennzeichneten Absatz. Ein neues Zeitalter wird anbrechen und eine Veränderung in den Kräften des Himmels und der Erde mit sich bringen. An erster Stelle ist der Behyrmitid oder so. Er, der überall, über allen steht. Er, der den Schlüssel besitzt und die Macht der Sterne führt. Er steht gegen alle und alle stehen gegen ihn. Groß und grausam ist seine Macht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt Hinweise sind, die Bücher? Oder ob wir die einfach nur lesen können, um ein bisschen mit der Geschichte zu folgen. Ich glaube, das ist einfach Lore für die Geschichte. Finde ich ja gut. Finde ich wirklich schön, dass die Geschichte nicht so offen erzählt wird, die Story. Sondern so wie bei Dark Souls, so ein bisschen im Verborgenen. Wir können uns das eine oder andere selbst zusammenreimen. Und es tut mir nochmal leid wegen dem Lesen. Ich weiß, ich bin nicht gerade der Beste, aber ich gebe mein Bestes. Sagen wir es mal so. Ein handgeschriebener Eintrag füllt die Seite. Meine Anstrengungen haben sich gelohnt.
da ich den einen gefunden habe, den einen Ring. Es ist eine Aufgabe, ihm den Weg zu weisen, da bin ich mir sicher. Die Magier, die Magie, die ich wirken muss, ist außergewöhnlich. Und ich habe kaum Erfahrung mit astraler Beschwörung. Es wird schwierig, aber ich muss in Stase bleiben, bis die Aufgabe erledigt ist. Ich glaube, das hat Lackmir für uns geschrieben. Meine Verteidigung muss halten. Der Dorn hat sich als unbezahlbar erwiesen und hat Kahus Versuche, mich zu erreichen, vereitelt. Und wir haben den Dorn jetzt hier genommen. Das heißt, Lackmir ist vielleicht in Gefahr. Oh Gott, wir müssen gleich nochmal nach ihm schauen, wenn wir hier den Schrift rollen und das Buch noch gelesen haben. Die Folge wird jetzt halt ein bisschen länger, weil wir hier noch lesen. Du liest die handgeschriebene Nachricht. Zeitloser, ich habe getan, was ihr verlangt habt. Meine Reisen haben mich mit den Norden, in den Norden geführt, oder? Meine Reisen haben mich in den Norden geführt, wo ich eine Frau der Familie Ornsal gefunden habe. Ihre Urgroßmutter kann man auf das Treffen zurückführen, das ihr vermutet habt. Eine geheime Beziehung mit dem Hohen vor 300 Jahren. Diese Frau hat den Namen Gutegar angenommen. Ein Zufall, oder haben wir denjenigen gefunden, den ihr sucht? Die Nachricht ist mit einem W unterschrieben. Von Wilhelm? Nein, keine Ahnung. Und die haben uns wahrscheinlich gefunden. Die meinen bestimmt uns. Das haben wir schon gelesen, oder? Ja, das war's von eben. Die meinen garantiert uns mitgefunden. Oh, und nochmal einen neuen Zauber. Ha, jetzt kriegen wir aber einige. Du liest die Schriftrolle. Ein Wort hebt sich vom Rest ab. Askensur. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Rune aufglühen. Während sie in dein Zauberbuch überträgt, zerfällt die Schriftrolle zu Staub. Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Den schauen wir uns kurz noch an. Lesen dann noch das Buch. Und gehen dann nochmal zu Lackmir, um zu schauen, wie es ihm geht. Das komplexe Symbol bedeutet übersetzt Akensur. Also nicht Akupunktur. Das Bild, das dir dabei in den Kopf kommt, ist von, das von einem... Was? Oh Gott, es ist wie Massachusetts auszusprechen. Ich kenne die Stadt in Amerika, auch so ein kleiner Zungenbrecher. Initationsritus. Ritual. So, jetzt haben wir es. Punkt. Bäh. Gut. Nehmen wir nochmal unser Archiv. Gott, heute wieder so viel gelesen. Mein Mund ist schon ganz trocken. Vor allem bin ich gerade aufgestanden. Hab noch nichts wirklich getrunken. Du überfliegst die Seite und beginnst mit der Mitte zu. In der Mitte zu lesen. Wir haben eine Abmachung. Ich werde den Brunnen der Entscheidung verstecken. Oh, den suchen wir. Indem ich ein großes Bauwerk über ihn errichte, das mit Magie und einer lebendigen Verteidigung versehen ist. Es wird am Knotenpunkt der magischen Linie errichtet werden. Dem Ursprung. Dem Ort der Macht, wo der Wächter seinen Dienst verrichten kann. Ich weiß immer noch nicht, wer dieses Wesen war oder wie es zu seiner Aufgabe gekommen ist. Wer hat es auf diesen Pfad geschickt? Und welchen Zweck erfülle ich in diesem Drama? Ja, welchen Zweck wir erfüllen, wissen wir schon ungefähr. Wir müssen den Hexenmeister aufhalten. Und ich glaube, ich das. Ja, und Lackmir geht's anscheinend noch gut, oder? Der ist noch immer in tiefer Meditation versunken. Ja, alles klar, Lackmir. Braver Lackmir. Wir haben uns erhoben, das Artefakt jetzt entfernt, aber ich hoffe mal, du überlebst das. Wir hören uns nochmal kurz an, was Jorik zu sagen hat. Es ist, als ob er uns nicht sehen kann. Als ob wir nicht hier wären. Oder vielleicht ist er nicht hier. Vielleicht ist das aber wirklich auch nur eine Illusion. Wir wissen es ja nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt erstmal aufhöre. Genug gezockt.
Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Shadowgate. Ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei und verzeiht mir bitte nochmal meine Leserei. Ich bin gerade aufgestanden. Ich spiele an einem großen Fernseher und nicht an einem Bildschirm. Da sitze ich auch nicht so nah dran. Kann vielleicht nicht alles 100% entziffern. Wobei doch, eigentlich schon. Das schiebe ich jetzt nur als Vorwand vor. Nein, aber ich war noch nie der beste Leser. Also verzeiht mir das bitte. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge Shadowgate. Tschüss.